Ich heiße jetzt willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Wir kümmern uns heute um Team Star. Wie angemerkt, wenn man zur Akademie geht, oder mit anderen Worten, bei uns beim letzten Mal, wo wir dann in die Akademie gespawnt worden sind und die dann wieder verlassen, wenn wir automatisch hier von Yo, Leval, grüßt. Leval? Richtig gecheckt, ich bin Leval, genau. Ach, was soll's, lassen wir die Scharade. Zeit, meine wahre Identität zu enthüllen. Tada, ich bin nackig. Ja, vollkommen die Überraschung. Tut mir leid, dass ich dich mit dieser Verkleidung an der Nase rumgeführt habe. Du fällst jetzt sicher aus allen Wolken, aber hinter dem hippen Leval habe tatsächlich ich gesteckt, der Direktor der Traumakademie. Gravel, wie er lebt und lebt. Unglaublich, was sie nicht sagen. Was? Du bist nicht überrascht? Aber war meine Verkleidung doch perfekt? Gut, es wäre möglich, dass ich jetzt Leval ab und zu den Direktor habe raushängen lassen, dann mach den Hosenschall zu. Aber das war nicht die einzige Überraschung. Denn Kasopia, der Big Boss von Team Star, das bin in Wirklichkeit ich. Unmöglich. Ich sage die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Für unsere Anrufe habe ich immer passende Stimmenaufzeichnungen angefertigt. Und zwar mit einem, die Details erspreche. Das war jedenfalls ein regelrechter Geniestreich. So, Robert, du weißt, was dir jetzt bevorsteht. Nämlich der entscheidende Kampf gegen mich, den Big Boss. Ist es nicht, dass wir auf dem Kampfplatz uns treffen sollen? Ach, du großer Big Boss. Ja, wir kämpfen gegen den Direktor. So. Ich bin Kasopia von Team Star und hiermit führe ich meinen Masterplan zum Ziel. Erzähl doch mal von deinem Masterplan. Ja, Kollege startet auf Level 60, und startet mit einem normalen Psycho-Pokémon, dementsprechend anfällig gegen Kampf, Käfer und nicht. Oh, schläfrig gemacht, das ist auch nicht ganz so fein, wenn wir ganz ehrlich sind, aber machen einfach platt. Ja, du wirst jetzt einschlafen. Nicht wirklich toll. So, als nächstes kommt ein Rexblizzard. Rexblizzard, eigentlich ein cooles Pokémon, aber dadurch, dass es halt Pflanze ist und theoretisch Eis, was auch nicht der beste Leider-Typ ist, ist anfällig vierfach gegen Feuer und dann doppelt gegen Kampf, Gift, Flug, Käfer, Gestein und Stahl. Wäre also schön doof, hier nicht auf Rallyover zurückzugreifen und mit dem Reuschwert das Ding einfach... Weißt du was, das Ding würde vermutlich aus der Entfernung, wo wir gerade schon stehen. Oh, Schneeschauer. Was soll ich da mir für Sorgen machen? Das Ding ist nämlich langsam. Und sehr anfällig gegen, wie gesagt, Feuer. Weil es schneit halt jetzt ein bisschen. Ist nicht so wie Sandsturm. Also. So, als nächstes kommt ein Gyarados. Gyarados ist so ein Problemkind. In der Theorie eigentlich super einfach und ich muss zugeben, häufig habe ich eigentlich auch immer so ein Elektro-Pokémon dabei, um die vierfache Anfälligkeit von Gyarados da auszunutzen. Das ist nämlich Wasserflug. Wir haben jedoch kein Elektro-Pokémon. Wir haben auch nicht die doppelte Schwachstelle von Gestein, die wir aktuell abdecken können. Aber das Schöne ist wirklich, ich habe natürlich so ein paar TMs herumliegen, werden theoretisch hier die Möglichkeit, mit sowas wie Donnerschlag antworten zu können. Oder natürlich auch die ein oder andere Gesteins-TM hätte ich auch einsetzen können, die, glaube ich, Weißbrot hätte erlernt. Ja, Bedrohung ist natürlich jetzt ein bisschen doof, damit schützt er sich zu einem gewissen Grade, aber Cutter ist so stark, so schnell. Ja. Und der Kollege ist auch noch ein bisschen schwächer, also. Hier überhaupt kein Beinbruch. So, als nächstes, oh nein, 66 schon für Ajax, kommt ein Hundemon. Dank Unlicht ist es auch hier nochmal um einiges an Anfälligkeiten mehr als nur freien Feuer mit Wasserkampf, Boden, Gestein. Ich überlege gerade, wen setze ich hier eher ein. Und gleichzeitig muss ich gucken, was noch fehlt. Letzten Schattenmensch ein. Nutzen wir einfach Wasser aus. Oder die Feuerschwachstelle. Anstatt die Unlicht. Okay.
Zeit für den Wogentanz, der sogar nicht als erstes rankommt. Wow. Pech für ihn, dass er natürlich verfehlt hat. Er sollte mal Schaden anrichten können. Ein Mortipod. Das ist sehr interessant. Anfällig gegen Geist und Unlicht. Das tut mir so ein bisschen leid. Ich würde dich ganz gerne einsetzen. Weißt du was? Weißt du, Sakuya? Sakuya. Bisher nicht wirklich viel zu tun hatte. Gerade auch mit dem kompletten Top 4 plus Champ plus Nemila. Ich denke hier einfach zu sagen, okay. Geh in den Kampf. Weißt du was, ich gebe dir eine Chance, sich so zu rappeln. Läuft tief und fest, es soll in Ordnung gehen. Guck einfach mal, was Mortipod Haus. Fährt es nicht komplett die Verteidigung von ihm? Oder sinkt einfach nur? Okay. Ich erwarte jetzt hier mal nichts Überraschendes. Also meine Idee war eigentlich ein Angriff, um zu testen, ob sie wieder aufwacht. Und wenn das nicht funktioniert, einfach mit Top-Genesung A, die HP wiederherstellen. Und dann auch halt das Schlafen notfalls loszuwerden. Okay. Dann machen wir das halt jetzt mit einem Item. Das hört auch auf zu schneien. Ja, okay, da sind die Wolken natürlich jetzt auch wieder weg. Es wirkte trotzdem nur etwas ulkig. Und mach nochmal Hausbruch. Nein, nicht ganz. So. Jetzt aber. Jetzt kommt noch eine Verbrennung. Aber das müsste gerade im Fall dieser Attacke egal sein, weil Verbrennung Angriff reduziert, nicht Spezialangriff. Ha, Synchro. Nice. Wird, glaube ich, auch dem egal sein, aber lustig ist es trotzdem. Und dann, zu guter Letzt, ja, das eine Pokémon, das wir, also das eine Starter-Pokémon, das wir nicht ausgewählt haben, hat den Direktor weiter großgezogen. Und dementsprechend, Maskagato ist vierfach anfällig gegen Käfer, doppelt gegen Feuer, Eis, Kampf, Gift, Flug und Fee. Hatte... Achso, ist, ja, wir werden... Ich mache nicht den Fehler wie beim letzten Mal. Es wird dann natürlich die Pflanzen-Terra-Kristallisierung einsetzen und dementsprechend zur reinen Pflanze werden. Das heißt also, da wieder Weißbrot reinschicken, wäre doof. Das ist der größte Kasopia mal so in die Enge gedrängt werden würde. Ja, erzähl du noch. Du lässt mir keine andere Wahl, als mein Pokémon zu Terra-Kristallisieren. Dann läuft halt durch das Kampffeld. Oh, this game. Du hast da was dir eingetreten. Okay. Und dann wir nochmal. Whatever. Ja, so muss es aussehen. Vor allem werden wir einfach wieder geheilt. Wir haben mit anderen Worten eigentlich eine AP halt verloren. Oh, und damit ist Kasopia besiegt und Team Star ebenfalls. Hooray! Das war definitiv der richtige Kampf. Ist wirklich stark geworden. Und er ist eingeschlafen. Robert? Wie ich sehe, hat die Schatzsuche aus dir einen beachtlichen Trainer gemacht. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen.
Ich habe gelogen. Ich bin nicht Cassiopeia und Big Boss schon gar nicht. Ich weiß, du fragst dich jetzt sicher, ob das mit Leval auch eine Lüge war, aber nein. Leval und ich sind tatsächlich dieselbe Person. Oh, wer hätte das erwartet? Und was Cassiopeias wahre Identität angeht, sagen wir, es würde mich sehr wundern, wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege. Deshalb wollte ich auch verhindern, dass ihr zwei euch im Kampf gegenübersteht. Ich wollte nicht, dass Cassiopeias Traurigkeit auch noch zu deiner Last wird. Wenn Cassiopeia sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt es kein Zurück mehr. Ein gewöhnlicher Schüler hätte keine Chance gegen Big Boss. Really? Mit diesem Kampf wollte ich herausfinden, ob du das Zeug dazu hast. Hättest du verloren, wäre es meine Pflicht gewesen, Cassiopeia selbst aufzuhalten. Aber du bist stark und hast ein großes Herz. Du könntest es tatsächlich schaffen, diesen jungen Menschen zu retten. Es kratzt an meiner Ehre als Pädagoge, dich solch einer schweren Aufgabe aufzubürden, aber bitte besiege Team Star Big Boss. Besiege Cassiopeia. Besiege Team Stars Big Boss. Ja, ohne das S hinten bei Stars klang das so ein bisschen, als würden wir gerade Metal Gear Solid 5 spielen und als Big Boss an anderen Leuten vorbeilaufen. Bitte besiege Team Star Big Boss. Verstanden, wird gemacht. Sie können sich auf mich verlassen. Vielen Dank, ich zähle auf dich. Das ist ja mal die Höhe. Nanu? Wendella? Schön, Sie zu sehen. Klingt wie ein Streichkäse. Schön ist was anderes. Ich konnte es kaum glauben, als mir zu Ohren kam, dass auf dem Akademiegelände ein unzulässiger Kampf ausgetragen wird. Und was finde ich hier vor? Der Direktor höchstpersönlich tritt gegen einen unserer Schüler an? Ich kann das alles erklären. Ersparen Sie mir Ihre faulen Ausreden, die stinken schlimmer als wütende Skunkaboo. Stinken? Denk daran, Big Boss wartet nachts auf dem Sportplatz auf dich. Bitte kümmere dich um Cassiopeia, ja? Wir werden nun ein Schreiben aufsetzen, in dem sie sich bei dem Schüler und Lehrerschaft für ihr törichtes Verhalten entschuldigen. Als Vorstandsvorsitzende werde ich natürlich auch von diesem Vorfall unterrichten müssen. Ach, du liebes bisschen, also nicht, dass ich bitte sie. Vor allem, wir haben schon einen Kampfplatz. Dann gehen wir da nicht mal hin. Großes Kino. Aber großes Kino. Aber wir wurden geheilt. Immerhin. Okay. Ich hatte ganz bewusst den letzten Teil bei Nacht begonnen, in der Hoffnung, dass für den Teil es immer noch Nacht ist. Und ich meine, es ist immer noch sehr... Wie läufst du denn? Immer noch sehr dunkel war, als wir hier die erste Cutscene gestartet hatten, aber... ich behaupte mal, das ist nicht mehr dunkel. Dementsprechend darf ich jetzt Spiel speichern, Spiel schließen, meine Switch-Konsole öffnen oder in die Optionen davon gehen und die Uhrzeit um ein paar Stunden vor oder zurückdrehen, damit es wieder Nacht ist. Okay. Es ist dunkel. Wir finden einfach mal raus, wie zum Kuckuck man da jetzt hinkommt. Ich meine, es wird vermutlich jetzt nicht so ein schweres Rätsel sein, aber sicher bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz. Und zwar die Idee wird vermutlich sein, genau, wir haben nämlich jetzt hier mehr Richtungen, die wir einschlagen können. Und man sieht auch schon auf der Illustration, da gibt es einen Kampfplatz. Ein Kiosk, frisches Brot, nett, Kunstraum, Lehrerzimmer. Also hier sind so ein paar Sachen wirklich dabei, die wir uns alle noch in der Zukunft angucken dürfen. Ja, wer könnte das wohl sein, Robert? Ja, genau. Genau, Cassiopeia. Genau. Mhm. Genau. Du bist hier. Ah. Das muss ein ziemlicher Schlag für dich sein. Nope, ich bin Big Boss und Cassiopeia. Als ich gesehen habe, wie du vor der Akademie kurz einen Prozess mit den Handlangern von Team Star gemacht hast, kam mir die Idee für Operation Stardust. Da du LP gebraucht hast, no, I don't, und ich sie dank meines Könnens mit Leichtigkeit besorgen konnte, boten sie den idealen Anreiz für dich, Teil von Operation Stardust zu werden. No, nicht wirklich. Als Teil des Versorgungstrupps konnte ich dich dann die ganze Zeit im Auge behalten. Ja, und es war überhaupt nicht zu erahnen, wer der Boss ist. Um Team Star ein endgültiges Ende zu setzen, musst du noch mich besiegen. Die Logik ergibt sich mir so überhaupt nicht, weil keiner weiß, wer du bist, aber hey, whatever. Alles, was du bis hierher für mich getan hast, galt diesem Ziel. Aber
Ein Teil von mir hängt der Team Star und will nicht zulassen, dass es aufgelöst wird. I don't give a damn. Deshalb bringe ich es nicht übers Herz, mich einfach kampflos zu ergeben. Nun denn, der letzte Kampf steht bevor. Bist du bereit? Ja, I guess. Ich danke dir. Goddammit. Yo, sorry für die Verspätung. Das Schreiben für Signora Quintana hat mich... die Vorbereitung haben etwas länger gedauert als gedacht. Diese Stimme, bist du das, Levi? Du bist also wirklich Corsi... ich meine, bist du das, Casopia? Bist persönlich, ich habe eine Bitte an dich, Levi. Wir brauchen ein Video von dem, was hier gleich passieren wird. Ich will, dass alle Teammitglieder über den Ausgang des Kampfes Bescheid wissen. Okay, verstanden. Keine Ahnung, wie man eine Kamera bedient. Ich denke, es wäre angebracht, dass ich mich noch einmal vorstelle. Zu, was du nicht lassen kannst. Ich bin Team Stars Big Boss. Mein Name ist Casopia. Nein, Casimir. Die Gründerin von Team Stars kampfbereit. Aha. Verneigt euch vor meiner unermesslichen Kraft. Aha. Wow, die Musik ist nicht schlecht. Okay. Wer hätte gedacht, dass die mit dem Evoli-Rucksack ein komplettes Team aus Evolutionen einsetzt? Wenn schon kämpfen, dann richtig. So steht es im Kodex von Team Star. Na okay, ich nehme das mit der Musik zurück. Am Anfang war es ganz gut und dann hat sich die Musik übergeben. So, ja. Ihre Pokémon sind zwischen 62 und 63. Ist natürlich für uns jetzt hier nicht mehr die größte Überraschung. Auf jeden Fall nach Tara an. Fertig gegen Kampf, Käfer und Fee. Ja, wir wissen, nach Tara ist ein bisschen tanky. Aber wenn man natürlich nur meint, mit Kulleraugen zu kommen, das sieht da nicht viel. So, als nächstes kommt Flamara. Was man da wohl einsetzen sollte. Ach, es gibt noch mehr Optionen, so wie Wasser, Boden, Gestein insgesamt. Aber hier haben wir natürlich eine richtig starke Option. Gott. Und das ist leider so die Sache von dem. Selbst den Evolutionen, deren Movesets werden nie alle wirklich allzu viel besser. Meine Flamara ist ja eh schon die ärmste Sau von denen. Also. Nur er ist jetzt kürzlich wirklich ein bisschen besser geworden, aber. So, Blitzer. Blitzer ist natürlich jetzt hier wieder so ein Pokémon, das uns ein bisschen ein Problem bereitet, denn dank rein Elektro ist es nur anfällig gegen Boden. Und auch hier wieder, wir haben jetzt nicht so unbedingt die Boden-Pokémon. Wir können ja hier improvisieren. Jetzt tue ich alle immer Kulleraugen ein. So ihre erste Runde verschwenden wollen, nur zu. Initiative wurde auch noch reduziert. Die Taktik ergibt sich mir noch nicht so ganz. Aber weil ich werde nicht mit... Hat schon so sehr geholfen, dass ich es nicht schaffe, es sofort umzuhauen. Aber, tja, das reduzierte Initiative hilft dann dir so überhaupt nicht. So, als nächstes folgt Aquana. Hier hätten wir theoretisch dann auch wieder Elektro, was wir bräuchten. Oder natürlich alternativ Pflanze, was wir wiederum haben. Mit Cutter. Okay. Let's go. Ein Crit zum Mitnehmen. Ja, dann nehmen wir die Chance, Kulleraugen einzusetzen. So, dann gehen wir jetzt über zu der Pflanzenvariante. Hier, Feuer, Eis, Giftflug, Käfer würden funktionieren.
Hallo. Goodbye. Oh, ne, ich meine natürlich Kulleraugen. Oh nein. So. Wir werden das Ding gleich besiegen. Das wird jetzt nicht die größte Überraschung sein. So, jetzt kommt aber die große Sache. Wir haben extra für dieses Spiel einen Trainer erstellt, der nur auf Evolution zurückgreift. Wir haben mit Evoli die Möglichkeit, in viele unterschiedliche Typenrichtungen zu gehen. Und Leute warten jetzt schon seit was weiß ich wie vielen Jahren auf einen neuen Evolutionstyp. Und dementsprechend, endlich, lange haben wir darauf gewartet. Nun ist es endlich soweit. Ja, tatsächlich. Und zwar, wir werden noch länger warten, weil sie überhaupt keine neue Evolution hinzugefügt haben. Ich weiß nicht, warum dieser Trainer in diesem Spiel existiert. So überhaupt nicht. Okay. Wir haben leider hier jetzt nicht unbedingt jemanden, der ernsthaft aufräumen kann. Denn Filinara ist rein Fee, ist dementsprechend nur anfällig gegen Gift und Stahl. Und dementsprechend, ich werde jetzt hier Weißwut einsetzen, weil er mit Stahlattacken kommen kann. Aber wir werden keine Terra-Kristallisierung durchführen. Das wäre nämlich schön dumm. Weil dann würde er nämlich zu rein Kampf werden und das wäre wiederum stark anfällig gegen nur mal Feenattacken. Du bist unfassbar stark, kein Wunder, dass die anderen Bosse gegen dich verloren haben. Ich meine, es hilft. Ich meine, die anderen Bosse waren alle stärker als du. Sorry, also. Ja, Kristallisierung dich. Leuchte hell wie die Sterne und nimm die Form deiner Träume an. Ja, scheint immer einiges Kraft dahinter zu stecken. Dass sogar die größten Muskelprotze so gelegentlich damit Probleme haben. Also. Ups. Ich meine, es war nur Level 63. Ja, okay, aber gerade durch die Terra-Kristallisierung hatte ich so ein bisschen gedacht, ja, der wird wenigstens einen Schlag überleben. Und nicht keinen. Einen, meine ich. Es ist vorbei. Sorry, also wenn ich ein Team-Star-Mitglied wäre, ich würde diesem Video nicht trauen. Das war's, Leute. Das war's, Leute. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Das war's? Meinst du etwa, wir sollen Team-Star auflösen? Ist das dein Ernst? Wir haben Operation Star etwas zu weit getrieben. So läuft es halt, wenn man eine dermaßen krasse Show abzieht, wie wir und den Mobbern auf dem Schulhof knallhart ein paar Manieren beibringt. Aber wir haben letztendlich ja nicht mal gegen sie gekämpft. Wir haben nichts Schlimmes getan. Genau, wir haben bloß unsere Absicht bekundet, sie zu bekämpfen. Sollten sie ihre Schikanen nicht einstellen. Es war ein friedlicher Sieg. Wir haben ja nicht mal Pokémon eingesetzt. Sie haben nur geheult und sich entschuldigt. Das mache ich nur hinter verschlossenen Türen. Möglicherweise haben unsere Outfits hier eingeschüchtert. Wir haben ihnen jedenfalls kein Haar gekrümmt. Mag sein, aber danach haben die Mobber einen riesen Tumult aus der Sache gemacht und kamen nicht zurück. Damit ging unsere Aktion nach hinten los. Das wird sicherlich Konsequenzen für uns haben. Da hast du nicht Unrecht. Wir könnten echt in Schwierigkeiten stecken. Und das ist mir. Ich werde mich darum kümmern. Was meinst du damit? Ich habe hier einen Sprenggürtel. Ich habe Teamstar gegründet und euch alle in die Sache verwickelt. Also werde ich auch die Verantwortung übernehmen. Oh, kommt das mit dem Sprenggürtel jetzt wirklich? Big Boss. Jetzt, wo mit dem Mobbing Schluss ist, solltet ihr alle wieder an die Akademie zurückkehren. Wo immer die sind. Was meinst du oder was machst du? Ich kann nicht zurück an die Akademie, obwohl ich da gerade bin. Warum? Du hast doch jetzt keinen Grund mehr, dich in deinem Zimmer einzuschließen. Ich kann euch allen nicht genug danken. Ihr seid alle so nett zu mir, obwohl wir uns noch nie im echten Leben getroffen haben. Auch mal halblang. Warum klingt das gerade wie eine Abschiedsrede? Der Sprenggürtel. Ich habe noch etwas zu erledigen. So haltet doch ein. Was gedenkt ihr zu tun? Big Boss, jetzt kommt schon. Die Winde ist voll. Hi Leute, danke für alles. Sag mal.
Klingt das so, als wäre das nicht durch das Handy, sondern am Fenster die Stimme gekommen? Danke für alles, Robert Leval. Bin froh, dass ich bis zum Ende dabei war. Das war's dann wohl für Teamstar und für mich. Aber nicht verzeihen. Also chillax mal. Eine Sache habe ich da noch nicht geschnallt. Und die wäre? Warum musstest du als Big Boss die Operation Star das ins Leben rufen? Das war doch voll umständlich. Gab's da keine andere Lösung? Ich hatte den anderen bereits gesagt, dass sie das Team auflösen sollen, aber sie wollten nicht. Wie, sie haben sich einfach deinem Befehl widersetzt? Bei Team Star gibt es keine Befehle, nur Bitten. So steht es im Kodex. Ah, dieser Kodex schon wieder. Die Bosse haben sich ja wirklich genau daran gehalten. Ja, und deshalb wollte ich ihn auch dafür nutzen, Team Star endlich aufzulösen. Sie würden also alle aus dem Team austreten, wenn der Kodex es verlangt? Korrekt. Und gemäß den Regeln des Kodex mussten sie jede Herausforderung annehmen. So kam es zur Operation Stardust. Also Pia, eine Frage hätte ich noch. Bedeutet dir Team Star... Nein. Was bedeutet dir deine Freunde aus dem Team? Sie... I don't give a damn. Sind mein größter Schatz. Ausgezeichnet. Ich danke dir für deine ehrliche Antwort, Kazima. Kosima. Wie... Nun, es gibt da etwas, was ich dir gerne mitteilen würde. Oh, noch nicht. Jetzt sag doch nicht das. Hä? Was ist denn das auf einmal mit dir los? Du machst mir Angst. Eins nach dem anderen. Erstmal ist es an der Reihe in der Zeit, dass ich dir meine wahre Identität preisgebe. Tada! Das ist der Senior Direktor. So, wie du ins gemein Kasopia warst, war ich ins gemein Leval. Was? Aber warum? Ich wollte ein offenes, aufrichtiges Gespräch mit den Mitgliedern von Team Star führen. Schüler scheuen sich ja meist davor, Lehrern ihre ehrliche Meinung zu sagen, umso mehr, wenn es sich dabei auch noch um den Direktor handelt. Okay, aber mussten sie sich deshalb echt verkleiden, von der Perücke ganz zu schweigen? Lassen wir doch das Thema. Jetzt ist erstmal an der Zeit, dass die anderen sich ebenfalls zu uns gesellen. Wachen! Auch immer das sagt. Hey Big Boss, lang nicht gesehen. Finito. Lang nicht gesehen? Wir sehen dich zum ersten Mal. Wir wussten nicht mal deinen echten Namen. Ihr seht da. Welche Ehre, euch in Natura zu sehen, Big Boss. Euer Antlitz ist wahrlich eine Augenweide. Nugi. Also, Kosima, war dein Name richtig? Wie ist dir so ergangen? Oh, Dito. Wie schön, dich endlich zu treffen. Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht. Ryobita. Sieht da hinten immer ein Ita ran, oder was? Okay, Leute, alle zusammen. 3, 2, 1, fuck you! Oh ne, hasta la vista! Ihr wart nicht mal synchron. Goofballs. Also dann, Cosima und ihr fünf Bosse. Oh, die Guillotine. Im Namen der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Teamstar. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Bitte? Ich habe euch einen Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als einer der größten Fehler meines Lebens. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und zu euren nachfolgenden Handlungen gewogen hat. Als ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich an der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Frieden auf eurem Schmerz und eurer Wut beruhte und auf eurem unermesslichen Mut. Also das bringt mich zu folgendem Fazit. Die Anordnung zur Auflösung von Team Star sowie der Entschluss, alle Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Nani? Heißt das, was ich denke, was das heißt? Nettert, Team Star muss sich nicht auflösen. Die Antworten Team Stardust war komplett witzfrei. Juhu, Kazuma, hast du das gehört? Das heißt, wir können alle zusammenbleiben. Könnte ja auch so, wenn Team Star nicht existieren würde. Nicht mehr, ne?
Welch froher Kunde. Aber ich habe euch doch alle hintergangen. Meinst du Operation Stardust? Davon hat Direktor Klave uns schon erzählt. Das hast du ja nur getan, weil dir das Team so am Herzen liegt und du uns davon bewahren wolltest, von der Akademie zu fliegen, stimmt's? Nicht, dass wir das Team einfach so hinschmeißen würden, nur weil irgendwer uns das sagt, hey. Wir können nur erahnen, wie zutiefst besorgt ihr um unser Eins gewesen sein müsst. Tut uns leid, dass wir dir Sorgen bereitet haben, aber alles, oder jetzt ist alles in Ordnung. Das mag sein, aber... Wenn ich fortfahren dürfte. Wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Team Star zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Lange fernbleiben vom Unterricht, unbefugte Änderungen von euren Uniformen, unerlaubte Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reit-Pokémon sowie heißberechtigte Geschwindigkeiten beim Fahren. Okay, da wird aber bitte nicht in meine Richtung geguckt. Etc., etc., etc. Derartige Verstöße gegen die Verordnung der Akademie kann ich nicht einfach so ignorieren. Have fun with that. Zur Strafe werdet ihr alle ehrenamtliche Arbeit verrichten müssen. Ehrenamtlich? Richtig. Genauer gesagt möchte ich euch bitten, dass ihr das STC leitet. Das was? Das Star Training Center. Dabei handelt es sich um eine neue Einrichtung, die von der Akademie und der Pokémon-Liga gegründet wird, um Trainer voranzubringen. Die Idee kam mir, als ich beobachtete, wie Robert in eure Verstecke eindrang. Der raffinierte Aufbau dieser Verstecke sowie eure kreative Kampftaktiken, na, kreativ, ja, haben mich zutiefst beeindruckt. Deshalb sollten sie als Trainingseinrichtung erhalten bleiben, mit Mitgliedern von Team Star als Mitarbeitern. Das wäre alles von mir. Habt ihr irgendwelche Ideen oder Fragen? Nicht wirklich. Das hört sich sogar nach jeder Menge Spaß an. Eine echte Win-Win-Situation. Das klingt jetzt sicher etwas schräg, da es ja eigentlich eine Bestrafung sein soll, aber du sollst auf jeden Fall mitmachen. Das wäre uns eine Ehre, euch an unserer Seite zu wissen, noble Cosima. Und wir werden zusammen zur Akademie gehen. Dadurch sind wir sofort zur Stelle, um dich zu beschützen, wenn irgendetwas passieren sollte. So, hätten sogar schon darüber geredet, wie toll es wäre, zur Akademie zu gehen und trotzdem Teil von Team Star bleiben zu können. Das klingt doch verlockend, oder etwa nicht? Heute. Robert, was hältst du davon? I don't give a shit. Gebt euer Bestes. Aber ich kann doch keine normalen Akademie-Klamotten tragen. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Denk in Ruhe darüber nach. Die Verstoße werden nur mehr. Dann lösen wir uns erstmal auf. Also nicht Team Star, sondern diese Versammlung. Könntest du bitte später in meinem Büro vorbeischauen? Warum auch immer mich als erstes in mein Zimmer geworfen hat. Ah, Robert, da bist du ja. Ich habe dich hergebeten, um dir für deine Arbeit bei der Sache mit Team Star zu danken. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Mitgliedern von Team Star eine ungerechte Strafe auferlegt. Ich danke dir also vielmals. Bester. Ich bin's, Cosima. Ah, komm mal rein. Ich hoffe, ich störe nicht. Wegen des STCs, ich würde es gern zusammen mit den anderen ausprobieren. Das sind wunderbare Nachrichten. Ich bin sehr froh, dass du dich dafür entschieden hast. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Strafe härter ausfallen sollte als die der anderen. Meinst du, weil du Operation Stardust geleitet hast? Nein, nicht deshalb, aber ich habe etwas anderes Schlimmes getan. Und das wäre... die LP, die ich während Operation Stardust als Belohnung verteilt habe... Die habe ich mir, illegal besorgt, indem ich mich in das LP-Verwaltungssystem der Pokémon-Liga gehackt habe. Verstehe, meine Güte. Dabei waren es so geringe Mengen, das hat vermutlich niemand mitbekommen. Ich hätte es nicht für mich gehalten, dass die Systeme der Pokémon-Liga gehackt werden können. Echt? So schwierig war das gar nicht? Ich meine natürlich, es tut mir sehr leid. Ich fürchte, dieses Thema liegt nicht ganz in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich werde mit der Präsidentin der Pokémon-Liga, Sagaria, darüber sprechen. Das dachte ich mir schon. Entschuldige, Robert, aber ich muss dich bitten, das Büro jetzt zu verlassen.
Cool. That's it. Hat mir jetzt zumindest keine neue Aufgabe gegeben, was ich jetzt machen soll. Okay. Ich kann natürlich jetzt noch mal ganz kurz gucken. Ich will noch mal zurück. So. Noch irgendwas? Sollte dir in schulischer Hinsicht mal etwas auf dem Herzen liegen, kannst du jederzeit zu mir kommen. Ich habe immer ein offenes Ohr. Ja, okay, dann war es das von Team Star. Oder? Nein, Moment, das ist noch nicht von Team Star. Es wurde uns noch nicht gesagt, dass wir hier das jetzt abgeschlossen haben, denn wir hatten ja hier am Ende dann die Hervorhebung bekommen, der Weg des Champs abgeschlossen. Die Straße Sterne ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Okay, ich verlasse einfach mal die Akademie, denke ich. Ah, okay. Robert? Cosima? Ich muss mit dir reden. Kannst du zur Treppe vor der Akademie kommen, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich warte auf dich. Alright. Let's go. Eilsbrecherische Geschwindigkeiten, go! Hasta la vista. Das kannst du knicken, dass ich das sage. Wir sechs haben uns diesen Spruch ausgedacht. Achso, ja, fünf Boss waren's. Ausgedacht, als wir damals das Team gegründet haben. Es ist so schlecht, dass er irgendwie schon wieder genial ist. Was für eine komische Lachanimation. Jedenfalls wegen der illegalen LP-Sache. Ich dachte, ich würde sogar dafür richtig Ärger bekommen. Aber mir wurde einfach verziehen. Wie kommt's? Sie meinten, dass es so geringe Mengen waren, dass ich es wieder gut machen kann, indem ich ehrenamtlich als Ingenieurin bei der Pokémon-Liga aushelfe. Sie haben sogar gefragt, ob ich nach meinem Abschluss dort arbeiten will. Aha. Hat sich also gelohnt, da zu hacken. Die Direktor und diese Frau namens Zagaria haben mich irgendwie nur gelobt. Sie meinten, ich hätte ein sagenhaftes Talent oder so. Sorry, dass ich dich hergerufen habe. Ich bin nicht so gut darin, persönlich mit Leuten zu sprechen. Irgendwie finde ich nie die richtigen Worte, aber danke für alles. Du hast Team Star und meine Freunde gerettet. Ich werde wohl nie in Worte fassen können, wie dankbar ich dir bin. Darum hier. Okay, das ist in Ordnung. Kometen werden darauf beschwört. Der Rückstoß reduziert den Spezialangriff des Anwenders stark. Ich denke, das wirst du gut gebrauchen können. Oh, noch etwas. Ich möchte auch bei dir meine Schuld begleichen. Wenn dir also einfällt, wie ich mich revanchieren kann, sag Bescheid. Ich bin besonders gut im Umgang mit Computern, Hacking und sowas. Dieses Mal möchte ich es sein, die dir aushilft, wenn du in Schwierigkeiten stecken solltest. Wir sehen uns. Hasta la vista. Jetzt aber.